battery is deemed to be really dead, fully dead, it needs rejuvenating, okay? Der Batteriesystemingenieur fragt sich, welche Lebensdauer erreicht der Akku unter welchen Betriebsbedingungen, mit welchem Wartungsaufwand muss ich rechnen, welche Zuverlässigkeit hat die Batterie, wie sieht das Afterlife aus? Stichwort Recycling. Oh, es wird so peinlich. In Anlehnung an das Video über Käsebeschallung. Test, Test, hallo? Also, Musik soll ja angeblich auf alles Mögliche einen Einfluss haben. Auf das Wachstum von Pflanzen, auf das Wachstum von Babys. Warum nicht auch auf... Hallo, hallo, ich sing euch jetzt was vor, liebe Batterien. Hier drin sind übrigens Akkus. Ah, geht schon los, hä? For the longest time. Whoa, for the longest if you said goodbye to me tonight, there would still be bicycles to ride. What else could I do? I am so dependent on you. I intend to last you for the longest time. Also wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht. And then there are people that are doing theory. We need more people doing theory. Imagine this was in your car. You'd say, oh, everything's great. I love it. Then all of a sudden you can't even get out of the driveway. This is using your head and that's just sausage factory, you know? Schauen wir uns mal an, was man davon untermauern kann. Alterung von Lithium-Ionen-Batterien, Auswirkungen und Wirkmechanismen. Man spricht in der Regel immer von zyklischer Alterung und kalendarischer Alterung. Der Aufbau eines Lithium-Ionen-Akkus sieht in der Regel so aus. Anode, Kathode, Separator, Elektrolyt und metallische Stromableiter. Die Anode beinhaltet in den meisten Fällen Carbonmaterialien wie Graphit. Die dominanten Alterungseffekte dieser Carbonmaterialien an der Anode sind Oberflächenfilmbildung auf den Partikeln, Abbau des aktiven Materials und Lithium-Metall-Ablagerung auf der Anodenoberfläche, in Klammern Plating. Beim Laden und Entladen hat das Carbonmaterial in der Regel Spannungslevel von 0,05 bis 0,5 Volt gegenüber metallischem Lithium. Bei diesen Potentialunterschieden sind die verwendeten Elektrolyte nicht stabil und zersetzen sich an der Anodenoberfläche. Es bildet sich eine Schicht namens SEI, Solid Electrolyte Interface. Wenn diese Schicht sich gut gebildet hat, verhindert sie weitere Zersetzung an der Anodenoberfläche. Both of those electrodes actually react with the electrolyte solution. And you would say, well, then how do you make a battery that has any lifetime at all if the electrolyte reacts with the electrodes? But by luck and by chance, when the reaction occurs, the reaction products turn out to be solid on the negative electrode, and they form a passivating film that slows down and limits further reaction. And on the positive electrode, a similar thing happens. Dadurch, dass mobiles Lithium an der Bildung des SEIs beteiligt ist, verringert sich die Kapazität der Batterie. Dies ist der dominante Alterungseffekt der zyklischen Alterung einer Lithium-Ionen-Batterie/Akku, wie auch immer. When the graphite becomes intercalated with lithium and it's exposed to electrolyte, it reacts with the electrolyte. And a film of reaction products form on the surface, and it's called the solid electrolyte interface, or SEI. As this thing forms, it slows down the reaction between the lithium and the carbon and the electrolyte solution. Als Folge der Einlagerung von Lithiummolekülen, auch Interkalation und Deinterkalation genannt, im Chemiefachjargon, kommt es zu Volumenänderungen von etwa 10% in und an den Graphitanodenmaterialien. Das führt zu mechanischem Stress und hier ein paar wunderschöne Querschnittsaufnahmen eines zylindrisch aufgebauten Elektrodenwickels, der sich augenscheinlich deformiert hat. Durch gebildete Cracks und Risse, Cracks und Risse sind eigentlich dasselbe, verstärkt sich dann wiederum der vorhin beschriebene Effekt der SEI-Bildung und des damit verbundenen Verlustes an aktivem Lithium. Eine dickere SEI-Schicht erhöht außerdem die Impedanz und damit hat man ein schnelleres Abklingen der Leistung. Kann man das so sagen? Also berichtigt mich, ich habe mich nur für dieses Video damit beschäftigt und bin kein Profi. Atoms can reside between the layers and they can be deintercalated and intercalated when the battery is charged and discharging. And what's really important to recognize is the intercalation and deintercalation process is incredibly benign. It causes a structural change of about 3% volume change in the positive and about 10% in the negative. And there's no structural degradation that takes place in these materials at all. The failure of the lithium-ion battery really has very little to do with structural degradation of the electrode materials during the charge-discharge cycling. So both electrode materials are stable in air. You can build a battery in the open air. Die kalendarische Alterung. Hier ein Experiment, was anscheinend 3 Jahre gedauert hat, bei permanent 35 Grad Celsius. Bei einem hohen SOC, State of Charge,
nimmt die relative Kapazität über der Zeit stärker ab. Und hier die anfängliche Kapazitätszunahme wird mit dem sogenannten Überstandeffekt erklärt. Und hier hat man sich als Ausfallkriterium 1,8 Amperestunden Restkapazität definiert und stellt fest, dass diese bei niedrigen Ladezuständen erst viel später erreicht werden. Die kalendarische Alterung ist also stark abhängig von Temperatur und Ladezustand bzw. Ladestand. Doch nichtsdestotrotz scheint die zyklische Alterung das Gesamtalterungsverhalten zu dominieren, wobei die auch immer von einem gewissen Maß an kalendarischer Alterung überlagert wird, da das Zyklen auch Zeit kostet. Und später lernen wir noch, dass Accelerated, also beschleunigtes Altern bei Batterien, nicht unbedingt zu vertrauenswürdigen Testergebnissen führt. Hier im Bild an der X-Achse steht Testdauer in Tagen proportional zu äquivalenten Vollzyklen. Bei einem Delta-Sock von ganzen 100%, hier in dunkelblau, geht die Kapazität schon nach ein paar Monaten oder 100 Vollzyklen in die Knie. Anwendungsfern hier bei einem Entladen und Laden von nur 5% fährt man sehr gut. Hier in Gelb, Ocker oder Gold, was die Farbe auch immer ist. Pink ist jedenfalls eine reine Lagerung bei 50% Ladestand. Wir nehmen uns mit, die zyklische Lebensdauer ist stark von der Zyklentiefe, also dem Delta-SOC, State of Charge, abhängig. Zum Beispiel mit größeren Batterien in den Fahrzeugen nimmt der Anteil der zyklischen Alterung weiter ab. Muss man dann abwägen, wahrscheinlich, ne? Wie immer. Eine ganz fiese Frage, die Experten einem Vortragenden stellen, der solche Messungen präsentiert, ist: Wie groß ist denn die Varianz zwischen verschiedenen Zellen? Verhalten die sich alle gleich? Brauche ich nur einmal zu kalibrieren? Gilt das dann für alle einer Charge oder was? Und wenn du gut bist, hast du da natürlich eine Backup-Folie und kannst sagen, ja, habe ich gemacht. Hier. Hier wurde als Ausfallkriterium 80% der Nennkapazität gewählt und wie wir sehen, variiert die erreichte Zyklenzahl bei verschiedenen Zellen um ganze 200 Zyklen. Das kann bei den berühmtesten Batterieanwendungen schon einem Zweidritteljahr entsprechen. Ein allgemeines Statement zu der Zellenvarianzproblematik: Die Streuung der Alterung von Zellen ist vor allem ein Problem bei Hochvoltsträngen ohne Parallelschaltung von Zellen. Um nochmal auf die drei Alterungsmechanismen an der Anodenseite zurückzukommen: Der dritte Effekt ist das sogenannte Plating, also eine Art Lithium-Metall-Abscheidung. Dabei ist die Einlagerung der Lithium-Ionen zu langsam und das Potenzial damit zu gering, sodass die Lithium-Ionen dazu neigen, Ablagerungen auf den Partikeln in der metallischen Form zu bilden. Die Ursache dafür sind meistens tiefe Temperaturen, hohe Ladeströme, inhomogene Stromverteilung und Potentialverteilungen. Abgeschiedenes Lithium reagiert mit dem Elektrolyt und formt ebenfalls eine Schicht auf der metallischen Oberfläche. Ein Sicherheitsrisikoausfallmechanismus ist die Bildung von Lithiumdendriten, die zu Kurzschlüssen zwischen den Elektroden führen können. Kommen wir zur Kathodenalterung. Es gibt viele verschiedene Materialzusammensetzungen, die verwendet werden können für die Kathode. Man unterscheidet wieder drei Gruppen von Alterungseffekten: Alterung des aktiven Materials, Oberflächenfilmbildung und Wechselwirkung von alternden Produkten mit der negativen Elektrode. Alterungseffekte an der Kathode spielen besonders bei NMC-Materialien eine untergeordnete Rolle. NMC in guter Qualität wird häufig in kommerziellen Zellen verbaut, habe ich gelesen. Also die Anodenalterung ist da wesentlich dominanter. Ähnlich wie bei der Anode führt mechanischer Stress zum Verlust von aktivem Material. Und die Änderung der Zusammensetzung kann die Kristallstruktur ändern. Beides führt zu Kapazitätsverlust und einer Erhöhung des Innenwiderstandes. Wird die Spannung an der Kathode, also der positiven Elektrode, über 4,5 Volt erhöht gegenüber dem metallischen Lithium, wird der Elektrolyt an der Kathode zersetzt und es bildet sich eine Deckschicht. So every lithium-ion cell that you use, be it in your phone or in your laptop or tablet or whatever it is, the manufacturer has put in the electrolyte some chemicals like secret sauce that improve the lifetime of that cell. And they're called additives. And the most famous is vinylene carbonate, and it causes less electrolyte oxidation on the positive electrode. People add additives that reduce the impedance of cells and limit gassing in cells. They add wetting agents because they're trying to feed them through the manufacturing process as fast as possible. You add electrolyte to the cell, it has to fill into these porous electrodes. So you add a wetting agent, does that quicker, but how does it impact the cell lifetime? And all kinds of other things. Typical lithium-ion cell might have 5 additives in it for various purposes. So as you charge and discharge, you can see the voltage capacity curve again shifting to the right. And this is caused by parasitic reactions taking place, causing electrolyte oxidation at the positive electrode. The thing is slipping to the right. But if you add vinylene carbonate to the electrolyte, bang, just stops. But really, the main part of the project is answering the question, you know, why do these additives lead to benefits and how do they work? And what is the surface chemistry that takes place? And this is by far the hardest problem I've ever worked on in my life.
Primärer Einfluss der Stärke der Entladeströme auf die Lebensdauer lässt sich kaum nachweisen. Das wäre gut, wenn es tatsächlich so ist, dass die Entladeströme kaum Einfluss haben, weil die Entladeströme vor allem vom Nutzer bestimmt werden. Und wer schon mal so ein Stromprofil eines elektrischen Antriebs für ein Fahrzeug angeschaut hat, weiß, dass das ziemlich abenteuerlich aussehen kann. Besonders bei Fahrern, die immer voll beschleunigen, bis kurz vor der roten Ampel und dann eine Vollbremsung hinlegen. Für die Alterung von eventuell involvierten Leistungshalbleitern, durch die so ein Entladestrom dann geschickt wird, hat das Profil allerdings einen sehr hohen Einfluss. Also ob hohe Peakströme oder langsam durchwärmende Average-Ströme, verursacht andere Alterungszerstörungsbilder, könnte ich eine Menge zu erzählen, aber ich glaube, das interessiert hier keinen. Das hier wahrscheinlich auch nicht. Egal, weiter geht's. Entladeströme haben wir jetzt erstmal abgehakt. Die Ladestromstärke muss allerdings kritisch kontrolliert werden, um Lithium-Plating zu vermeiden. Lade- und Betriebsstrategien können entsprechend optimiert werden und erlauben erhebliche Lebensdauerverlängerungen. Es gibt jetzt verschiedene Nutzungskontexte. Zum einen das Fahren, das Aufladen und auch das Parken. Und mit Wetterprognosen, wie sich die Umgebungstemperatur in den nächsten Monaten entwickeln wird, dementsprechend ist dann das Auto zu verwenden. Also nicht schnell zu laden oder nicht in die Sonne zu stellen. Deswegen sagen wir hier, das Einzige, was zählt, ist, wie viel Garantie gibt der Hersteller. Jemand, der 3 oder 5 Jahre Garantie gibt auf den Akku, der traut dem was. Und das Risiko, dass der nichts taugt, übernimmt er. Und wir finden zum Beispiel, dass 2 Jahre Garantie für einen Akku bei so einem Preis eine Frechheit ist. Wenn man Akkus nur noch mietet, dann hat der Hersteller das Interesse, dass die 10 Jahre oder länger halten. Wenn der Hersteller einen Akku verkauft, sollte der einen Tag nach der Garantieende ganz zufällig kaputt gehen. Ich habe mir jetzt übrigens einen Fahrbahnuntersatz mit Akku organisiert. Das ist quasi eine Leihgabe von jemandem, der jetzt nur noch mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs ist. Dementsprechend lange hat das Ding gestanden, wurde in einem Schuppen gelagert und ich habe es bekommen mit 5 leuchtenden Status-LEDs auf grün. Da. Das Ding ist von 2015, aber was ich jetzt natürlich nicht weiß, wie genau der State of Heat ist. Wie kann man das messen? Ich kann es nicht. Die Excel-Tabelle steht schon. In der Gebrauchsanweisung steht auch jede Menge zum Akku. Vorsicht, Lebensgefahr. Nicht volllagern steht hier. Transportieren Sie keine unnötigen Lasten, daran werde ich mich nicht halten. Laden Sie den Akku auf etwa 60-80% der Kapazität. Wenn Sie den Akku für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, an einem sicheren Ort platzieren. Oh je. Transportieren, Gefahrengut. Zwischen 0 und 45 Grad Celsius. Außerhalb dieses Bereichs wird der Ladevorgang automatisch beendet. Ich will so ein Messgerät haben, das stecke ich dann da vorne rein, mache eine Messung und sehe nicht nur eine Empfehlung für eine sinnvollere Nutzung, sondern auch ein paar wissenschaftliche Hintergrundinfos über den aktuellen Gesundheitszustand des Akkus. Das ist ja wohl das Mindeste. Das ist ja nur ein bisschen Text hinzuschreiben zu den Empfehlungen. Ich messe das nicht. Muss man natürlich wissen, welchen Text, aber wenn derjenige, der das Messgerät hergestellt hat, das nicht weiß, dann ist das nicht das Messgerät, was ich kaufen würde. Whoa, for the longest time. Whoa, for the longest. If you said goodbye to me tonight, there would still be bicycles to ride. What else could I?